7 bitte öffnen. Los, vorwärts, Schiff. Du bist ein echter Held, was? Identifiziere Gefangenen 117. Schiff Helix. Glaubst du, du kannst mich brechen, Bulle? Ich war schon an finsteren Orten im Universum, wo dir vor Angst die Schrauben zittern würden. Die ewigen Gruben von Sardum, die eiserne Warte in Novalis, da! Sei gegrüßt, Frischling. Ich bin... Captain Quark. Ich glaub es nicht. Du bist hier. Ich habe davon geträumt, von dir verhaftet zu werden. Ach, hau doch ab. Ich meinte dich, Seth. Ja, Captain. Also, Frischling, ich nehme an, du weißt über meine vielen Abenteuer Bescheid. Selbstverständlich. Du bist der berühmteste Superheld der Galaxie. Jetzt ist er nicht mehr berühmt. Worte verletzen, Solitary Bill. Ich bin ein großer Fan. Ich kaufe mir sogar das neue Ratchet und Clank Hulu-Spiel. Das was? Du weißt schon, das Abenteuerspiel mit dir und diesem Lombax. Oh, du meinst wohl den Holo-Film. Ja, der ist ganz gut, wenn man auf Animationen steht. Nein, ich meine das Spiel. Es basiert auf dem Holo-Film. Schau, hier ist die Bestätigungsmail. Es wird per Mac Express geliefert. Sie machen ein Spiel basierend auf einem Holo-Film über mein Leben? Und das ohne mich überhaupt zu fragen? Das ist meine Schuld. Ich bin zu lange weit weg von meinen Fans gewesen an diesem verlassenen Ort. Und jetzt hört wohl nie jemand meine Seite. Ich möchte deine Seite hören, Captain. Möchtest du? Na dann setz dich hin, achtsamer Verbrecher, und lausche der Geschichte. Alles begann mit einem glücklosen Lombax namens Ratchet. Wo willst du denn hin? Hey, Grim, du bist hier. Ich dachte, du bist auf dem Bazar wegen der Gravispulen. Mhm. Tja, ich bin hier. Ich bin immer hier. Dass du dich verkrümeln willst, hat nicht zufällig mit den Prüfungen der galaktischen Schutztruppen zu tun? Ich brauche nur eine Stunde. Komm schon, Grim. Hey, wir reden hier über die galaktischen Schutztruppen. Captain Quark wird da sein. Du gehst erst nach der Reparatur von Mr. Mekons Schiff. Und jetzt ran an die Boltkurbel. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play. So, wir spielen jetzt Ratchet & Clank, das spannende und doch sehr witzige kleine Jump'n'Run-Abenteuer. Naja, klein, weiß ich noch nicht so genau. Durchgespielt habe ich es noch nicht. Ich habe es bisher immer nur angespielt und ja, wir werden mal sehen, wie das so funktioniert. Erstmal geht das hier los. Ups. Ups. Da steht doch Kasten. Oh, da hast du ganze Arbeit geleistet, Kleiner. Ah, so. Versuch's mal. Ja, ich habe ja weit gedreht. So. Versa-Birnen funktionieren. Versa-Birnen. Siehst du da etwas blinken? Ja, die linke Seite sieht gut aus. Es ist ein Wunder. Jetzt zum Nachbrennerlicht. Das Nachbrennerlicht unten links funktioniert. Läuft. Vielleicht ist das Ding ja doch weltraumtauglich. Jetzt schau noch mal rechts. Da unten. Der Nachbrenner unten rechts geht. Also, kann ich los? Ja, du kannst los. In den Nachrichten haben sie gesagt, die Prüfungen finden auf dem Festplatz statt. Zeig's ihnen, Jungchen. Okay, wie geht's zum Festplatz? Sich Ratchet ins Abenteuer, in der Hoffnung, ein Mitglied der Schutztruppen zu werden. Na toll, noch ein Kommentator neben mir. X springen, Kasten schlagen. Sehr schön. Ratchet machte den Gegnern mit seinem tollen Omnischlüssel den Gar aus. Bam. Um seine Gegner zu besiegen, setzte Ratchet eine bewährte Kämpfertradition ein. Das Springen. Das Springen wie bei Super Mario. Komme ich hier hoch? Ja,
weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber wir schauen einfach mal. Okay, hier geht's zumindest nicht einfach so weiter. Hm, ups. Also hier lang. So, da über die Brücke. Das Ding, der will ich kaputt machen. Sammeln die sich automatisch? Ja. Das sind Schrauben. Das sind Schrauben. Betrat er die Schwelle des Todes, musste er Nanotech zur Heilung finden. Ich habe das Zeug mal nach einem Bankraub benutzt. Es hat glatt 3 von 5 Schussverletzungen geheilt. Nanotech zur Heilung. So. Schrauben alle mitnehmen und über die Schlucht. Hey, Kisten zum Kappen machen. Ich habe keinen Respekt vor öffentlichem Eigentum. Sieh nur, wie er die Kisten auseinander nimmt. Anmaßend. Vielleicht wollte er nur Bolts für neue Waffen ansparen, mit denen er die Galaxie beschützen kann. Hey, ja. Wer erzählt hier die Geschichte? Ich? Nachdem seine Gegner erledigt waren, zog Ratchet weiter. Sein Ziel? Das Schicksal. Das Schicksal. Ups, hier ist der Festplatz. Okay, tu ich. Hallo Rekrut, hier spricht Cora Verolux. Zeig uns, wie flink du auf den Beinen bist, indem du über diese Hindernisse springst. Das machst du gut. Und jetzt weiter zum nächsten Teil des Parcours. Mitglieder der Schutztruppen achten immer auf ihre Umgebung. Hüpfe von... Hey. Ups, da bin ich wohl leicht daneben gesprungen. Aber auf ein neues. Durch. Gut so. Vielleicht bist du der Rekrut, nach dem wir suchen. Los, weiter zum nächsten Teil des Parcours. Hallo Rekrut. Ich bin Brax Lectrus und ich bin spezialisiert auf rohe Kraft. Mal sehen, wie gut du diese Kisten zertrümmerst. Hey, das war Kisten. Ziemlich gut. Weiter. Zeit, dass wir etwas Feuerkraft in die Hände bekommen. Ja. Aha, Gadget-Waffenhändler. Alles klar. Drücke X, um Schmelzgranaten zu kaufen. Wird erledigt. Bestätigen. Natürlich. Okay, wie funktioniert das? Super. Nächster Schritt. Spreng Sachen in die Luft. Die Solana-Galaxie ist ein gefährlicher Ort, Ups. Was die große Menge an Munition beweist, die überall in Kisten herumliegt. Der Frosch muss weg. Ich habe genug Dinger zum Werfen dabei. Alles klar, da muss eins sein. Hey, es wird applaudiert. Hui, au. Ups. ja. Gott sei Dank sieht die Ladezeit nicht so wahnsinnig lang. Zack. Ich springe auch gerne Frösche in die Luft. Jetzt ist noch irgendwo einer, ich hab's genau gehört. Der muss irgendwie explodiert sein oder so, egal. Zack, da rein. Da rein. So, nochmal mit diesen tollen Laberbächen dazwischen. Diesmal ist es geschafft, wenn auch gerade so. Hey. Bam. Und für noch mehr Geld haben wir diese Attrappen mit Gadgetron-Flammenwerfern versehen. Mit dem Okay unserer Rechtsabteilung. Mit dem Okay der Rechtsabteilung. Bist du ein Mitglied der Schutztruppen? Begib dich zur finalen Herausforderung. Komm schon, I'm on my way. Bisschen Heilung. Zeit für die finale Herausforderung. Überlebe einen gnadenlosen Gegneransturm. Bist du vielleicht bald in Schutztruppen? Oder wo bleibt der Gegner anstatt? Oder sein Praktikant? Naja, okay. Ich höre da was. Da. Alles klar, ein Level-System. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Bam. Wow, die Kröten sind ja ganz schön sauer.
Blub. Natürlich. Okay. Ein bisschen geht auch mit dem Schraubenschlüssel. Okay, unterwegs. Das war gar nicht schlecht. Die hilflose Blechbüchse wusste, seine beste Überlebenschance war das Lüftungssystem der Anlage. Könnte er bloß zum Luftschacht rennen, würde er es vielleicht lebend daraus schaffen. Okay, eine blockierte Szene. Spannend, ob ich die da nicht irgendwie doch einkriege. Ich weiß, dass du die Blechbüchse findest, Victor. Du hast mich noch nie enttäuscht. Die kraftlose Blechbüchse wusste, dass er zum Überleben eine Bombe auf alles werfen musste, was ihm im Weg stand. Die junge Blechbüchse entdeckte vor sich einen Federbot und wusste, dass er nun mit diesem praktischen Gerät die gefährlichste aller Kräfte besiegen konnte, die Schwerkraft. Oh ja. Da bist du ja. Oh je. Hör auf wegzurennen, du nutzloser Blechhaufen. Nope. Du bist viel zu groß. Das kann doch nie funktionieren mit dir. Nein. Oh nein. Ah. Plötzlich entdeckte die Blechbüchse einen Energiebomb. Er kann Maschinen mit Energie versorgen, aber wohin sollte er ihn werfen? Du hast es wirklich drauf, dass alles dramatisch klingt, Mann. Danke, Schiff. Ich bin wirklich gut im Erzählen von Geschichten. Was gibt es für ein Problem, Victor? Er wird mir nicht entkommen, Vorsitzender. Ich habe ihn da, wo ich ihn haben will. So, die Plattform muss mit. Oh, nach Dixie-Kisten zerstört, ne? Schönes fremdes Eigentum zerstört. Zack, und hier lang. Ab durch das nächste Gitter. Oh, jetzt kommt bestimmt gleich der Victor wieder. Bam, ja. Du kannst mir entkommen? Aber natürlich. Wieder dieser Rolling. Komm wieder her, du elende Blechbüchse. Nope. Nein! Lauf mal schneller als das! Ich werde dich zerlegen! Zahnrad für Zahnrad! Nein, da bin ich gegen. Okay, meine. Ratchet schossen eine Million Gedanken durch den Kopf. Konnte er diesen winzigen Kampfbot reparieren? Würde er der Schlüssel zu dem Abenteuer sein, nachdem er sich so gesehnt hatte? Hatte er den Motorprototypen in der Werkstatt vergessen? Die Antwort auf all diese Fragen war ja. In Ordnung. Okay. Ich bring uns wieder zur Werkstatt. Hey, niedliche Wesen, ne? Okay, wie funktioniert das? Große Kluften waren ein Kinderspiel für Ratchet. Zum Überqueren benötigte er nur seinen tollen Schwunghaken und etwas Wagemut. Cool, ein Brenner. Ein Brenner. Ratchet genoss die Freiheit, jederzeit die Waffe wechseln zu können, wenn er dazu Lust hatte.
Ah, Knopf festhalten zum Waffewechsel. Wunderbar. Hervorragend geschossen. Gut gemacht. Ah, eine Brücke. Die Kiste geht nicht kaputt. Was machen Sie denn hier? Ich habe in meiner Datenbank Informationen, die dem Vorsitzenden Breck schaden könnten. Er muss mich bis zu deinem Planeten verfolgt haben, um sie zurückzubekommen. Okay, Schmelzgranaten habe ich, Brennergranaten, Dings der Munition habe ich nicht. Also nur die Schmelzgranaten. Ratchet musste schnell überlegen. Vielleicht würde ihm der Ziehhaken aus der Misere helfen. Jim, pass auf. Ich will, dass du die Werkstatt zuschließt und dich in die Bunker begibst. Ich komme schnellstmöglich nach. Geht klar, Ratchet. Ich habe keine Munition. Du bist bald ein toter Lombard. Ich habe gar keine Munition. In schlechter Verfassung. Verletzt, verwirrt und alleine durchkämpfte er die Krisierebene auf der Suche nach Nanotech. Naja, hauptsächlich nach der Suche nach Munition. Nanotech ist aber auch. Zack. So, Munition erhalten für den Brenner. Das funktioniert ja schon mal hervorragend. Zack. Korrekt. Modell X6Z genauer gesagt. Auch bekannt als das Transportschiff des Todes. Toll. Aua! Sollte vielleicht aufpassen, nicht ganz so viel getroffen zu werden, ne? Ich bin verletzt. Ja, ich weiß. Aber wie soll ich dich heilen? Hier sind irgendwo keine Heilkisten. Oh, das war's mit Ratchet. Gut, dass wir nicht so lange Ladezeiten haben. Ui, ja. Wow, ist das ein Plan-Transportschiff? Korrekt. Modell X6Z, genauer gesagt. Auch bekannt als das Transportschiff des Todes. Toll. Okay, mehr abwarten. Ah! Einer hat getroffen, die anderen beiden nicht. Okay, und ran. Ups. Okay, vergiss das ran. Ich brauche mehr Munition. Schupp, Munition eingesammelt. Wo ist der Flieger? Da. Pass auf. Okay, und nochmal. Das war knapp. Also, der muss irgendwann mal kaputt fallen. Geht doch. Warum nicht gleich so? Hey, cool, ich habe eine Karte bekommen. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber hey, eine Karte. Ui, ja. Wir haben wieder mal den blöden Auftrag bekommen und müssen nach einer Blechbüchse suchen. Ach, so schlimm ist das nicht. Hey. Oh nein, die Blag greifen Grimms Werkstatt an. Grim, geht's dir gut? Au, scheiße. Halte durch, Grim. Ich mach das. Schau mal. Wir haben zwar nur ein halbes Leben, aber das schaffen wir. Ich bin Lombard.
es rücken noch mehr Gegner an. Transporter im Anflug geortet. Kampfbots! Ich bin unten im Bunker. Ratchet! Das sieht hier aus wie im Schweinestall. Überall zerlegte Waffen und Maschinenteile. Hattest du nicht schon letzte Woche klar Schiff machen wollen? Ja, tut mir leid. Ein Projekt hat mich aufgehalten. Anfängerhandbuch für... Ups. Ha, Volltreffer. Die Blag greifen Grimms Werkstatt an. Grim, geht's dir gut? Halte durch, Grim. Ich mach das. Ah, ich habe ja volles Leben. Ich hab dich aus dem Holoschirm. Es rücken noch mehr Gegner an. Transporter im Anflug geortet. Richtig powerful ist diese Brenner nicht. Ich bin unten im Bunker. Ratchet! Das sieht hier aus wie im Schweinestall. Überall zerlegte Waffen und Maschinenteile. Hattest du nicht schon letzte Woche klar Schiff machen wollen? Ja, tut mir leid. Ein Projekt hat mich aufgehalten. Anfängerhandbuch für Quantenstrahlmotoren. Wirf das einfach irgendwo hin. Ich habe ein Lesen. Nein, das wird wieder nichts. Muss ein bisschen raus. Ja, muss ich so ein Heildings scheiß Ding? Ah. Ich treffe immer gerne einen Akademiker-Kollegen. Sieht nicht so aus. Ich nur die Bilder an und mogel mich dann durch. Oh je, keine Munition mehr. Na, das war's. And again. Okay, vielleicht. Hier ist mal der Anfang. Ohne großartige Munition zu verschwenden. Halte durch, Grim. Ich mach das. Ich hab dich aus dem Holoschirm. Es rücken noch mehr Gegner an. Ja, auch die systemische Transport kommt ja gleich. Na, 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 genau. Hallo, fall auseinander, du dämliches Schiff. Da geht doch. Alles klar, Grim. Die Luft ist rein. Kannst du aufmachen? Ratchet, was in Zonis Namen ist da gerade explodiert? Tut mir leid, Grim. Hör mal, mach mein Werkzeug bereit. Ich habe in der Wüste etwas entdeckt, das ich mir ansehen muss. Interessant. Was ist das für eine Fabrik? Das? Das ist nur eine Werkstatt. Hier habe ich schon als Kind gelebt. Komm, wir bringen dich auf Vordermann. Ah, da ist der Kerl. Ja, das mit diesen blockierten Szenen nervt mich ein bisschen und irgendwie verstehe ich das auch nicht, warum das unbedingt so sein muss. Ja, mal schauen, ob ich einen Weg finde, das für die zukünftigen Folgen zu umgehen. Weil ja dann doch so ein bisschen die Spannung bei verloren geht. Es ist zwar beschädigt, aber ich habe schon Schlimmeres repariert. Komm schon, vielleicht kann uns in der Stadt jemand helfen. Trotzdem sage ich für heute erstmal schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!